Wir kommen raus aus den Messehallen IAA Mobility 2021 in München. Und wir waren dabei, das heißt nicht ich alleine, weil da hätte ich ein bisschen Angst gehabt. Ich habe mir zwei Leute mit eingeladen, die ich mitnehmen wollte. Zum einen den Tim und den Luke. Wie waren so eure Eindrücke jetzt von der IAA? Mir fällt auf, dass alle Elektroautos irgendwie riesengroß sind. Und wenn ich mir denke, dass es darum geht, den CO2-Ausstoß oder Schadstoffstoß zu minimieren, frage ich mich, warum alle Autos so groß sein müssen wie Busse. Weil wenn du eine lange Strecke fahren willst, ist das Thema Aerodynamik besonders wichtig auf der Autobahn. Da ist Gewicht eher zweitrangig. Aber für eine hohe oder mittelschnelle Geschwindigkeit auf der Autobahn brauchst du eine kleine Stirnfläche. Und alle Autos sind riesige Busse. Und ich finde, irgendwie passt das nicht zusammen. Ich finde das ein bisschen... Wir haben aber so ein kleines, haben wir ja gesehen. Das hat uns ja gut gefallen. Ne? Ja, das war ein absolutes Stadtauto. Genau. Sowas macht auch Sinn. Finde ich, macht das Sinn. Es geht um die Zukunft, es geht um viele Visionen, die wir heute gesehen haben. Fahrzeuge fürs Jahr 2014, Designstudien. Natürlich alles nur noch basierend auf Elektrofahrzeugen. Die Gesetzeslage gibt es vor. Was heißt immer 2025, 2030, das Ende des Verbrenners, des Klassischen? Die Messe setzt da wirklich ein Statement. Wir gehen nicht hin und tragen das klassische Automobil, jetzt mit Hybrid, mit ein bisschen Elektrifizierung hier hin. Sondern wir gehen hin und erfinden das neue Konzept komplett. Ladeintelligenz, reine E-Fahrzeuge, visionäre Themen, Mobilitätskonzepte. Ja. Und das setzt die Messe als sag ich mal, als Statement. Ja. Aber wenig das Traditionelle. Was jetzt nicht schlimm ist, es war ein schöner Tag. Ja. Also, du musst mit. Wir nehmen euch jetzt dann mit rein und dann seht ihr, was wir da erlebt haben. Und wir hoffen, dass einiges dabei ist für euch. Und werdet mal in den Kommentaren los, was ihr zu den ganzen Sachen denkt, die wir da so verzapft haben. Auf der IAA Mobility. 2021. Have fun! So, jetzt sind wir jetzt hier beim Mini und wir haben hier mehrere Autos stehen. Keiner will uns direkt dazu was sagen, ist natürlich jetzt sehr schade vor der Kamera, aber wir können uns ja ein bisschen unterhalten. Wir sind ja selber schlau. Ja, genau, wir sind ja selber schlau. Dafür habe ich euch ja mitgenommen. Ich habe eins gelernt, das ist der neue E-Mini und der basiert auf dem i3. Also ich habe jetzt nur nachgelesen, 33 kW Batterie, aber Voll-Elektrofahrzeug. Okay. Und dann habe ich jetzt nur gesehen, da hinten das ist ein Hybrid. Das ist ein Hybrid. Genau. Der und hat das irgendwie 70 kW elektrisch und 92 kW Verbrenner. Okay. Und damit kannst du irgendwie 40, 50 Kilometer elektrisch fahren und dann eine längere Strecke fährst mit Benziner. Aber das Gesamtding wiegt 1,8 Tonnen. Ja. Ich weiß ja nicht, was der vollelektrische Mini wiegt. Ich finde das immer interessant, weil ich meine, das ist ja der Gamechanger. Sag ich mal, wenn die Akkus irgendwann mal leichter werden sollten, dann fängt das irgendwann an lustig zu werden. Aber das ist ja alles noch recht schwer. Es hat 104. Boah, gute Frage, nächste Frage. Was wird denn so Mini-Elektro wiegen? 1,5 Tonnen? Schau mal, ob es da steht. Gucken wir mal. Aber der Hybrid, das ist ja für die meisten das hippe Fahrzeug, wo sie sagen können, ich habe Angst, dass ich nicht so weit komme, aber dafür habe ich ja den Verbrenner. Und ich sage jetzt mal, der ist natürlich, der sieht hip aus, der geht in die SUV-Kante, die Leute wollen den höheren Einstieg, die bessere Rundumsicht, wenn sie denn da ist. Ne? Und ein bisschen mehr Ladekapazität, wobei das ja bei Mini jetzt nicht unbedingt primär die Vorgabe ist. Da sind wir schon beim zentralen Thema. Ist, die ganze Welt redet von Energiesparen und jeder Trottel kauft sich irgendeine hohe, große Karre, damit er bequem einsteigen kann. Das passt schon mal gar nicht zusammen. Da passt so ein Fahrzeug viel besser in das Ganze. Der wiegt auch, das ist voll elektrisch, der wiegt auch 1800 Kilo, genauso wie der Hybrid auch, weil da die Batterie größer ist. Weil der damit dann... Das ist aber interessant, dass die genauso viel wiegen, weil der schon wuchtiger auch aussieht noch. Ja gut, das ist aber eigentlich das gleiche Auto, so ein bisschen höher gelegt.
so mehr oder weniger. Aber das ist halt, da kannst du halt nach irgendeinem NFC, was weiß ich was, Zyklus 330 Kilometer fahren. Wahrscheinlich, wenn du ein bisschen Spökes machst und im Winter die Heizung an hast, sind das 200 Kilometer. Ja, ja. Und das wiegt 1,8 Tonnen. Das ist natürlich schon eine relativ schwere Kiste. Du sagst aber gerade was. Ja, wir gehen ja jetzt ums Eck, weil dieses Auto steht noch gewichtsreduziert hier ums Eck. Das wird interessanter und vielleicht ein bisschen schneller. Ah. Hashtag Big Love, Alter. Big Love. Warte, wir bleiben einfach hier mal stehen. Ja, ich finde die, wie die Verbreiterung angesetzt und wie das gestylt ist, finde ich ganz interessant. Das ist so. Ist gelungen. So finde ich cool. Ja. Gelungen. Aber der Innenraum kommt mir schon mal sympathisch vor. Da sind ein paar Rohre, nacktes Blech, wenig zu Hause, genau. Türverkleidung aus Carbon. Also das wäre eher was für euch jetzt, ne? Oder? Es ist das Pace Car der Formel E. Formel genau. E, ja. Genau. Deswegen, gut, und das, der basiert auf dem Serienauto. Nur eben gewichtsreduziert verbreitet. Er wiegt nur noch 1620 Kilo. Nur 1,6? Ja. Das ist super. Naja. Okay. Weiter. Wisst ihr, was ich ein sehr interessantes Konzept finde? Mini All 4. Ich glaube, das Modell da hinten auch. Ja. Wir sehen hier natürlich die schöne Rückwand der Dekoration. Dachzelte. Auf dem Mini. Dachzelt, ja. Allrad, Schotterwege, alte Militärstraßen, Alpenüberquerungen. Ich habe noch keine Ladesäule da irgendwo auf der Zugspitze gefunden. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Aber es geht doch um Big Love. Steht doch auch da oben auf der Kiste drauf. Ach, das ist du so bleibst auf der Raststätte stehen, wo die 40 Tonner vorbeiknallen und oben findet Big Love statt. Das ist eher was. Aber genau das ist ja das Ding. Du hast SUV, aber wirklich einen Nutzen hast du von dem Teil ja eigentlich nicht. Also entweder hast du ein G-Modell oder ein Defender, genau. Oder sowas, oder du lässt es bleiben. Ist so. Ja, aber das ist doch seit 20 Jahren immer das Ding, seit Porsche sich selber mit dem Cayenne gerettet hat. Ja, ja. Es gibt genug Leute, die das total toll finden. Und deswegen gibt es überhaupt einen 992 GT3. Nur wegen dem Cayenne. Das stimmt. Da haben wir wieder die zwei Seiten der Medaille. Das ist ein Wasserstoffauto, das finde ich jetzt schon mal wieder halbwegs sympathisch. Hier Hydrogen Fuel Cell. So, hier haben wir was Neues oder Altes. Einen Brennstoffzellen X5, der quasi die Vorteile einer Brennstoffzelle zusammen mit Hydrogen, also Wasserstoff, nutzt, um das Auto dann elektrisch anzutreiben. Haben gerade gelernt, 6 Kilo passen da rein und mit den 6 Kilo fährt man ca. 500 Kilometer. Knapp über 500 hat er was gesagt, ja. Genau. Und ich meine, wie ich das bisher mitgekriegt habe, das Problem ist halt einfach, dass Wasserstoff im Moment noch größtenteils mit fossilen Brennstoffen hergestellt wird. Du hast natürlich ja einen Wirkungsgradvorteil wahrscheinlich im Gesamtsystem, aber trotzdem, solange Wasserstoff nicht im großen Stil nachhaltig hergestellt wird oder mit erneuerbaren Energien, dann ist das auch wieder nur eine Fingerübung, falls es dazu kommt, dass das verfügbar wird, damit man dann zur Stelle ist. Ne? Bei BMW genau, so haben sie es jetzt gesagt. Ja. Nächstes Jahr als Erprobungsfahrzeug und dann mal schauen, wo der Weg hingeht, wenn das gefördert wird, richtig. Wenn das Netz aufgebaut wird. Genau. Und dann produziere ich Wasserstoff als Speichermedium und das bringe ich dann in die Fahrzeuge. Das macht dann Sinn, aber das wird wohl noch einige Zeit dauern. Ich finde den Ansatz allerdings sehr sympathisch. Falls Wasserstoff verfügbar wäre in großen Mengen an regelmäßigen Zapfsäulen, Tankstellen, du hast halt hier ein viel kompakteres Konzept. Du musst nicht ein 800 Kilogramm Batteriepaket mit dir rumschleppen, sondern du schleppst halt den Tank und den Wasserstoff. Aber das ist ja viel kompakter auch mit der Brennstoffzelle als ein Akku. Ein 100 Kilowattstunden 800 Kilo Akku. Sind wir mal an einer ganz anderen Ecke. Jetzt sind wir mal bei einem Tuner, der auch hier ist. Und wahrscheinlich interessiert euch das auch. Und deswegen frage ich jetzt hier mal den Roland von MTM. Was macht eigentlich ein Tuner auf dieser Messe, wo hauptsächlich E-Fahrzeuge sind? Es war die erste Messe jetzt nach Corona oder sag jetzt mal während Corona. Endlich einmal wieder die erste Messe.
und dass man da einfach im Gespräch bleibt, habe ich gesagt, okay, nehmen wir einfach die erste Messe, wo kommt, mit Asus zu tun hat, nehmen wir mit. Wir können uns nicht beschweren, toi, toi, toi. Also wir haben wirklich volle Auftragsbücher, wenn man das so sagen darf. Freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ja, der Bedarf, Kundenwünsche auf Individualisierung und einfach mehr Leistung, der ist nach wie vor da. Man kann auch nicht sagen, dass er in irgendeiner Art zurückgeht. Also ich würde fast sagen, er steigt stetig. Okay, aber es ist ja richtig, wenn ich sage, dass in diesem Segment, dass es schwieriger geworden ist, einfach durch die Anforderungen, die da sind, auch bei neueren Fahrzeugen. Je neuer ein Fahrzeug ist, umso schwieriger wird es doch. Und das Ganze dann auch abgastechnisch und natürlich auch geräuschtechnisch irgendwo noch in den richtigen Bahnen zu halten, oder? Ja, also schwieriger wird es auf alle Fälle. Es ist ganz klar, das Reglement, sage ich mal, wird immer schwieriger zu erfüllen. Aber ja, wir tun unser Bestes, da das alles einzuhalten. Man sieht es ja mit unseren zwei besten Beispielen, sagen wir mal hier 1000, da 910 PS mit TÜV-Gutachten und von dem her, ja. Es funktioniert. Es funktioniert. Gibt es Überlegungen bei euch, dieses Individualisieren auch auszuweiten auf, ich sage jetzt mal vielleicht im ersten Schritt Hybridfahrzeuge oder irgendwann auch mal E-Fahrzeuge schneller zu machen? Also die Überlegung ist schon da, ja. Wir haben, wir haben eigentlich relativ früh schon damit angefangen. Ich glaube 2015 war es auf dem Autosalon Genf. Da haben wir unsere Entwicklung zusammen mit der Dirks-Gruppe vorgestellt. Das war ein VW-Bus T6 mit einer elektrischen Hinterachse zusätzlich. In der Weiterentwicklung dann mit autarkem Fahren, also direkt ohne Dieselmaschine dann. Das heißt, ihr bleibt am Ball, also wir bleiben egal, dran, wo auf die jeden Tendenz hingeht, ihr geht sie mit? Ja, auf jeden Fall. Und da zeigt sich ja auch irgendwie, da trennt sich die Spreu vom Weizen, was man als Tuner eigentlich leisten kann. Genau. Zuschauer fragen sich natürlich, wie sinnhaft ist noch Tuning oder viel PS und so weiter. Ja, wie steht ihr dazu? Also Tuning kann ja auch im Elektrobereich Sinn machen. Die Frage ist immer, ob das Fahrzeugkonzept dann auch Sinn macht. Und vielleicht ist ja auch eine andere Überlegung, mal das Thema synthetische Kraftstoffe noch mal genauer zu untersuchen und da vielleicht auch mal eine Lösung zu finden, um vielleicht da auch noch Emissionen weiter zu reduzieren. Und das kann ja sicherlich auch ein Sieg für einen normalen Motor mit Verbrennungscharakter sein, um da weiter zu überleben. Ja. Also ich finde ja, du hast auf der ganzen Welt, ich weiß nicht wie viel, 5, 6, 7, 10 Milliarden Verbrennungsfahrzeuge. Das kann doch keiner erklären, dass es Sinn macht, die alle wegzuschmeißen, um das gegen irgendwas anderes auszutauschen. Das kann auch nicht Umweltschutz dann letztendlich bedeuten. Deswegen bin ich bei diesem Thema E-Fuels oder wie man das nennt, um wirklich, sag ich mal, Energie einzusparen. Wenn du alles neu baust, ist ja auch energieaufwendig. Also sieh mal einfach das Thema, wir sind ja schon komplett weggekommen vom Thema Verbleiterkraftstoff. Ja? Vielleicht ist das auch eine Lösung, mal da zu entwickeln, Kraftstoffe zu entwickeln, die weniger Emissionen verursachen, ich sag mal weniger Ressourcen verbrauchen, kann sicherlich ein Riesenthema sein. Natürlich. Der synthetische Kraftstoff. Ja, ja, klar. Der Porsche, glaube ich, aber korrigiert mich. Ja. Da wird doch viel investiert in rein synthetische Kraft. Ja, aber er muss zugelassen sein, er muss geprüft sein, es muss eine Norm geben, es muss verschiedene andere Sachen. Ja. Das ist das gleiche wie beim Thema Elektromobilität. Auch da muss man ja mit einem wachsamen Auge hinschauen, was macht da wirklich Sinn, was macht nicht Sinn. Ne, ich meine, Hybrid kann auch Spaß machen. LaFerrari beispielsweise, ja, oder vielleicht viele andere Autos, die neuen AMG-Modelle jetzt im Mercedes-Bereich, die kommen. Das sind sicherlich tolle Autos, aber ob das dann der Umweltschutzgedanke da ist, der sei mal jetzt dahingestellt, sondern da geht es halt um Fun, um Spaß. Ja, und wenn man das noch kombiniert, vielleicht mit einem synthetischen Kraftstoff, der weniger Emissionen verursacht, ja, warum nicht? Ja, finde ich auch. Ja. Tim, schaut mal hier, auch Formel E, Antriebselement oder Aggregatmotor, wie heißt das? Das ist eine Leistungselektronik, also da sieht man die beiden roten Kabel, die kommen von der Batterie. Dann haben wir die Leistungselektronik und den Motor. Und vorne dran kommen dann die drei Kabel in den Elektromotor mit rein. Okay, weil ich habe jetzt nur gesehen, 250 kW, 400 Newtonmeter, 23.000 Umdrehungen und noch interessanter ist das Thema, das Gewicht des Ganzen.
26 Kilo Motor und Inverter. Ja, also eine sehr hohe Leistungsdichte. Wenn man überlegt, das kleine System hat so eine Performance, das ist der Wahnsinn. Wir haben vier von denen beispielsweise jetzt hier in den DTM Elektrikauto mit eingebaut. Ja. Mit einer Gesamtsystemleistung von ca. 1200 PS. Und was ist heutzutage der limitierende Faktor? Ja, genau, das wollte ich eben wissen, weil du hast ja immer, ich habe das beim Porsche Cayenne Turbo S gesehen, oder der Taycan Turbo S, Entschuldigung, Cayenne. Da hast du quasi deine 600, weiß ich nicht, 680 PS oder sowas, aber die hat er nur 10 Sekunden danach, hat er irgendwie unbekannt und dann Dauerleistung, was weiß ich, 400 PS oder so, weiß ich jetzt nicht die Werte genau. Aber ist der limitierende Faktor der Motor, der Inverter, also der Regler, oder ist es der Akku? Batterie, also eigentlich das Gesamtsystem, so wie wir es hier sehen, hat einen Wirkungsgrad von über 97%. Okay. Das heißt, es ist extrem effizient. Okay, das würde auch nicht dann viel, kann ja nicht groß Hitze erzeugen, wenn es 97%. Genau, beispielsweise der Inverter hat sogar ca. 99% Wirkungsgrad. Das heißt, viel Wärme entsteht da gar nicht. Das heißt, die Wärme entsteht im Akku dann? Ja, die Wärme entsteht einmal hauptsächlich schon eher im E-Motor. Das hat ca. 98% der Elektromotor. Und aber auch noch in der Batterie und in der Rekuperation, noch, also alles, was mit Batterie laden und entladen, da kommt die Hitze, genau. Und darüber wird dann Leistung weggeregelt. Ja, wobei also das Thermomanagement natürlich der Faktor ist bei einem Elektrofahrzeug, weil die Reichweite am Ende von einem Elektrofahrzeug hauptsächlich auch durch die Menge der Wärme limitiert wird, die nochmal rein elektrisch erzeugt werden muss, beispielsweise für den Innenraum. Ja, das ist klar. Genau. Aber das fand ich jetzt interessant. Ja, wenn man das so sieht, wie kompakt das ist und so. Und das Problem ist die Batterie. Die Batterie ist das Problem, weil sie schwer ist, wie heute. Das ist noch die Challenge. Und das Problem ist, dass die heiß wird und dass man dann wegregeln muss. Und wenn die Batterien besser werden, wird es irgendwann wirklich lustig, glaube ich. Ja. Genau, ist auch aber trotzdem brauche ich ein Zweitaktmotorrad in der Stadt. Du, ja. Aber trotzdem, bei dem Fahrzeug, wenn man überlegt, man hat 880 Kilowatt Systemleistung, man hat viel mehr Möglichkeiten zu rekuperieren. Natürlich. Man kann ja auch sagen, wer bremst, verliert, wer rekuperiert, gewinnt. Ja. Man will ja eigentlich so viel Energie wieder zurückgewinnen. Ja, sonst zerstörst du ja Bewegungsenergie, wammelst die in Wärme um an der Bremse. Letzte Frage. Wir alten Motorsportler, Fahrzeuggewicht und Betriebszeit, also im Motorsport, 10 Minuten, 20 Minuten und Fahrzeuggewicht. Wie lange können wir fahren und was wiegt's? Das ist doch ein Prototyp und man kann so circa 20 bis 30 Minuten damit fahren. Und aktuell ist, glaube ich, noch nicht klar, ob da ein Boxenstopp damit aussieht mit Recharge und so weiter. Kann man schon sagen, was die wiegen ungefähr? Ja, ist noch Jetzt so in diesem Prototypen-Status. Ja. Also das kann ich so jetzt noch nicht sagen, wie viel es wiegt. Und auch die Batteriegröße ist auch noch... Wäre interessant mit der Batteriegröße, wo man sagt, 20 Minuten kann man damit auf der Rundstrecke Knallgas fahren. Genau. Ja. Wie schwer wäre damit ungefähr das Auto mit der heutigen verfügbaren Batteriedichte? Du hast ja heute dieses Batteriedichte-Problem, dadurch wird das ja erst zum Problem wegen dem Fahrzeuggewicht. Interessant. Ja, genau. Aber das Gewicht wissen wir nicht jetzt. Ne? Nee. Schade. Ja. Wir warten mal. Wir warten. Genau, kannst du überraschen lassen. Wir können ja mal hochrechnen, da stehen die Batterien. Wir wissen, was ein Carbonkotflügel wiegt. Danke. Super. Vielen Dank. Wir haben jetzt hier den Matthias von Mercedes und wie man hier sieht, ist ein sehr aufgeschnittenes Fahrzeug und da kann man ja mal gucken, ne, was alles tatsächlich in einem Fahrzeug ist und was dann für die Fahrzeugsicherheit wohl da ist. Und deswegen, Matthias, würde ich mal ganz gerne wissen, was kannst du uns hier zu diesem Fahrzeug erzählen? Ja, zunächst einmal grundsätzlich, was wir hier zeigen, ist die neue S-Klasse, die aktuelle S-Klasse. Und bei uns als Mercedes-Benz ist ja Sicherheit immer wichtig und wir sprechen immer von der integralen Sicherheit. Integrale Sicherheit ist 4 Phasen. Wir sind sicher beim Fahren, wir können assistieren bei Gefahr, wir helfen beim Unfall und wir helfen auch nach dem Unfall.
Und all das sehen wir hier in diesem Exponat deshalb aufgeschnitten. Sehr schön. Das heißt, ich kann dir hier zeigen, die ganzen Sensoren, die für die aktive Sicherheit zum Beispiel zur Erkennung von Gefahrensituationen genommen werden, aber auch fürs normale Fahren genommen werden. Ich kann dir hier die Pre-Safe-Systeme zeigen, die sozusagen schon vor dem Unfall, kurz vor dem Unfall, dich darauf vorbereiten, wie der Reflex einer Katze zum Beispiel, die irgendwo runterspringt. Dann haben wir die ganzen Schutzsysteme. Schutzsysteme sind beim Unfall, also die Knautschzonen, die stabile Fahrgastzelle und die Rückhaltesysteme. Da haben wir nämlich ein paar Besonderheiten in der S-Klasse. Okay. Und wir machen auch einiges nach dem Unfall. Was möchtest du denn wissen? Jetzt mal vordergründig, wenn ich das hier alles so sehe, auch mit den Farben, dann schätze ich jetzt einfach mal, hier sind eine Menge Materialien verbaut, unterschiedliche Materialien, was ja auch ein Problem darstellt in der Fertigung. Ne? Warum müsst ihr das so machen? Warum macht ihr das, damit das sicher wird? Ja, wir haben natürlich Zielkonflikte zu lösen. Wir möchten das Fahrzeug komfortabel machen, wir möchten es leise machen, das heißt sehr verbindungssteif bauen, wir möchten es auch sicher machen. Und deshalb haben wir hier in diesem Fahrzeug ungefähr 60% Aluminium in dem Karosserieanteil. Alle silbernen Teile, die Außenhautteile, die aus Blech sind, sind Aluminiumblech. Und jetzt kommt die Farbgebung, die du gerade gesprochen hast. Wir wollen ja die Fahrgastzelle möglichst wenig deformiert halten, also am besten gar nicht deformiert halten. Deswegen kommt im Bereich der Fahrgastzelle vornehmlich Verstärkung zum Einsatz im hochfesten Stahl in Rot und höchstfesten Stahl in dieser lila Farbgebung. Mhm. Ja. Alles, was du hier in Blautönen siehst, sind allerdings Aluminiumteile. Zum Beispiel unten im Schweller ist ein Aluminium-Schrankpressprofil. Wir haben dann hier die Knotenteile aus Aluminium-Druckguss und die sind entsprechend hier auch in den ganzen Längsträgerbereichen Vorbau und Rückbau Aluminium verbaut. Somit haben wir in der Summe ein sehr gutes Ergebnis erzielt für alle Anforderungen, die wir haben. Super. Nun ist darüber hinaus natürlich wichtig, wie wird der Insasse innerhalb des Fahrzeugs abgebremst. Und da möchte ich dir mal was Besonderes zeigen, nämlich hinten, bei dem hinteren Sitz, und zwar hinten rechts. Wenn ihr mal die Tür aufmacht, dann sehen wir hier eine absolute Weltneuheit. Wir sind nämlich die einzigen im Markt, die Front-Airbags hinten anbieten. Das heißt, das ist ein Frontal-Airbag-System für die Rücksitzinsassen. Und der funktioniert anders als bei einem normalen Airbag. Da füllen wir nämlich nur diese schlauchartigen, diese Schläuche. Die stellen dann ein Luftsackvolumen auf und innen drin ist ein Gewebe, das lässt in die eine Richtung Luft rein beim Entfalten. Aber wenn ich dann reinfalle, lässt er die Luft nicht mehr raus. Das heißt, ich kreiere eine Rückhaltefunktion, obwohl ich eigentlich nur ein sehr kleines Volumen aufblase. Warum tue ich das? Weil ich hinten nicht weiß, wer da sitzt. Ich habe einfach, ich könnte da ein Kind haben, könnte jemand im Kindersitz sein, vielleicht sogar im rückwärtsgerichteten Kindersitz, könnte auch ein Erwachsener sein. Das heißt, hier möchte ich ganz sicher sein, dass ich niemanden gefährde und trotzdem einen zusätzlichen Schutz anbiete. Und das tun wir mit diesem Airbag-Passwort. Hier sieht man es übrigens mal im entfalteten Zustand, entsprechend im Sitz integriert. Super. Ja, ich würde sagen, für den Moment reicht uns das erstmal. Vielen, vielen Dank für deine Ausführungen und noch eine gute Messe. Vielen Dank. Tim, du warst doch in der Volkswagen Autostadt. Ja. Und du hattest den doch schon mal gefahren. Den ID3. Ja. War gut, war schlecht, hat Spaß gemacht oder war es zu kurz, die Fahrstrecke? Gut, ich meine, das ist klar, ist ein Elektroauto. Was mich aber beeindruckt hat, war dafür, dass es ja relativ große, dünne Räder hat zum Energiesparen, was ja Sinn macht. Mhm. War ich überrascht, weil wenn wir dafür TV-Sachen drehen, dann musste man eben schnell vorbeifahren an der Kamera, Bremsen umdrehen, nochmal vorbeifahren. Und dieses Bremsen, dass das Auto, du fährst mit 70, steigst voll in die Eisen und du hast das Gefühl, das Ding hat einen ultra kurzen Bremsweg. Das hat mich überrascht, aber das liegt nämlich daran, auch wenn du Kurven ballerst, dass der Schwerpunkt so niedrig ist. Ja, und das merkst du beim Bremsen, du steigst voll in die Eisen, das Ding verzögert und das ist auch kein Leichtgewicht. Das wiegt auch irgendwie, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, aber das ist auf jeden Fall nicht leicht, 1600, 1700 Kilo. Und also reine Kurvenperformance. Das ESP greift ein, kannst nicht abschalten, aber das ist trotzdem sackschnell, das Ding in Ecken und bremsen intergalaktisch gut. Obwohl es nicht danach aussieht. Nein, also gar es sieht nicht. Jetzt nicht performant aus. Nein, oder gar so, nicht. Ja. Aber die Bremspower und Kurven fand ich extrem, war wirklich beeindruckend. Und das Ding hat ja auch Heckantrieb.
bereit für morgen? Bereit für morgen, ja. Du bist bereit für morgen? Ja. Also Sie sagen ja auch, also die Dingsbums-Reichweite nach, was weiß ich was, Standard, 588 und darunter steht 500 Kilometer Reichweite. Oh, ein riesen iPad oder so ähnlich. So modern diese ganzen Konzepte sein mögen. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was machst du nachts auf der Autobahn? Das muss runtergedimmt sein, ne? Normalerweise würde man sagen, du knallst jetzt mit 250 im Tempomat dahin, machst aber mit den Fahrzeugen ja nicht mehr. Nee. Aber selbst bei 130, die dämmen das runter. Trotzdem hast du so einen großen Lichtpunkt. Also ich weiß nicht, ob ich ein ganz großer Freund davon bin. Wahrscheinlich kann man es aber vielleicht so ein bisschen ausdimmen für die Nachtfahrt, dass du sagst, nur noch grob Geschwindigkeit und der Rest ist aus oder sowas. Ja, weißt du? Ja. Geht nur an, wenn du dich verfahren hast. Und wir haben es jetzt halt hier auch bei dem Mustang jetzt, ich sehe es hier unten, Temperaturen ähnliches. Ich habe hier keine Knöpfe. Ich habe hier ein bisschen Lautstärke. Ein bisschen Tempomat. Ich habe hier ein bisschen Tempomat. Nächstes Lied, vorheriges Lied, Spracheingabe. Ja. Ja. Aber jetzt will ich meine Temperatur, mein Auto beschlägt. Ich will die. Du musst alles... Da unten drauf gucken. Ja gut, das haben wir, die Krankheit haben ja keine alle Haptik Autos. Mehr, ja? Genau. Das ist alles nur noch eine Glasplatte irgendwie richtig treffen. Ja, ja, klar. Und ob, ja, das ist leider die moderne Welt, gell? Genau. Na gut, aber ich meine, ich finde es trotzdem verwirrend. Du hast quasi den Namen Mustang, der ja für ein flaches Ponyka steht, ist auf einmal ein SUV, Viersitzer mit Platz. Mit Platz. Wieso opfert man dafür den Namen Mustang? Das verstehe ich irgendwie nicht so Weil ganz. Weil sicherlich Marketingstrategen eine große Analyse betrieben haben, woraus auch entstanden ist vor ein paar Jahren, dass der 1er BMW seinen Heckantrieb verloren hat. Weil was war es, 70% der Kunden nicht Wissen wussten, das nicht. Ja. dass es ein Heckantrieb ist. Deswegen konnte man Kosten einsparen und eine Frontantriebsplattform bauen. Ich finde das jetzt hier... ansehnlich und hübsch gemacht und die Materialien hier finde ich cool. Gelungenes Ding. Finde ich cool, die Farbe passt gut dazu. Aber ich würde das doch nicht, den Namen Mustang dafür Mach hergeben. G4X. Hier hinten in den Heckleuchten siehst du es. Ja. Da haben sie den Mustang wieder aufgenommen ein bisschen. Rezitiert. Ja? Rezitiert. Aber jetzt denke ich an den normalen Bürger, der mal in Urlaub fährt, der wie wir permanent durch Deutschland fährt. Ja, aber wenn du konstant 100 fährst, ist das schlechter als Stadtverkehr vom Verbrauch her. Das schon, aber wir fahren ja nicht mal konstant 100. Wir fahren ja konstant Tempomat 160 oder zügiger. Ja, ja genau. Das heißt, da schießt mir dieser Verbrauch komplett nach oben. Natürlich. Und ich stehe nach 200 Kilometer wieder für einige Stunden an der Zapfsäule. Genau. Das ist immer so dieses... Genau, deswegen hast du ja eben dieses Ding, dass dieser... Hyundai Ioniq 5 gerade so boomt, weil er der einzige bezahlbare Elektrowagen ist mit 800 Volt Technik, ja. wo du dann eben mit 170 Kilowatt Ladeleistung reinorgeln kannst. Und du kannst dann sagen, ich habe aber keinen Bock, ich tanke jetzt nur 10 Minuten. Eine Viertelstunde oder was, ja. Eine Viertelstunde Kaffee und dann hast du wieder eine, auch wenn du auf der Autobahn fährst, hast du wieder eine Reichweite von, was weiß ich, 150, 180 Kilometer und sagst, okay, das ist schon mal so, dass das schon so ungefähr, dass du sagst, okay, ich trinke halt gerne Kaffee, dann bleibst du etwas öfter stehen. Ja. Aber wenn du keine 800 Volt Technik hast, dann dauert das einfach doppelt so lang, weil du diese Ladeströme nicht hinbekommst, weil das alles zu heiß wird. Wenn die Spannung steigt, geht die Stromstärke runter, deswegen weniger Hitzeproblem. Deswegen können die schneller laden und auch länger Leistung abgeben, ohne runterzuregeln. Das war ja der Hauptunterschied vom Taycan zu den ganzen Tesla-Dingern. Der hatte auch so viel Spannung. Der Taycan hat auch 800 Volt Technik. Der Taycan kann 20 Mal hintereinander 0 auf 100 machen, bleibt ungefähr gleich. Mhm. Und ein Tesla geht in die Knie, weil das alles zu heiß wird, weil 400 Volt. Richtig. Und das ist hier, wenn die das nicht hier hinschreiben, wird das auch 400 Volt sein. Wahrscheinlich, und damit ist es dann auch schon wieder schwierig. Ja, und du hast ja 2,35 Gleiches. Tonnen. Also ich glaube, wir können von Leichtbaufahrzeugen oder fahrdynamischen Fahrzeugen im klassischen Sinne Abschied nehmen. Nee, das wird hier wieder, haben wir das halt wird, neue Schwerpunkte. Das wird aber wiederkommen, sobald Akkus leichter und kleiner werden. Oder man das hinkriegt mit Brennstoffzelle oder sowas, dass du sagst, okay, es gibt auch wieder ein 1000-Kilo-Auto, was oder ein gutes Power-to-Weight, also Leistungsgewicht hat, womit du ein bisschen auch Spaß haben kannst und was, weil es klein ist, eben dann auch wieder eine Reichweite erzeugt. Weil hier hast du das Problem, Stirnfläche. Riesenfahrzeuge alles, genau. Ja. Hier, 6 Meter Radstand gefühlt. Also ja, das ist ja egal, aber die Stirnfläche ist das, das auf der Autobahn den Verbrauch abkackt. Ja. Trotzdem, interessantes Konzept. Finde ich auch. Die Zukunft ist elektrisch. Nein, bereit für morgen. Ja. Haben wir auch. Das hat viel zu viele Knöpfe. Ich weiß. Was schalte ich hier? Mein Getriebe nicht?
Mein Torque Vectoring. Nutzt ihr das aktiv hier? Genau, also bei dem Auto haben wir das ein bisschen weiterentwickelt. TV minus, TV plus. Quasi Bremseingriffe und Lenken. Wenn ich eine schnelle Kurve habe, dann ist die Aero natürlich ziemlich krass am Start. Dann drücke ich minus, dann habe ich kein Torque Vectoring oder wenig. Ja, kann die schnelle Kurve einfach mit Aero fahren, habe ich keine Traktionsprobleme. Enge Kurve drücke ich TV plus, tue ich einfach das Auto auf der Stelle rumdrehen und gebe wieder Gas. Aber ihr agiert nicht mit einer klassischen Bremse, sondern nur mit den Radnahmotoren, oder? Oder habt ihr hier noch eine klassische Bremse? Ist eine klassische Bremse drin. Ist auch noch drin, okay. Das habe ich jetzt nur vorne nicht gesehen, oder hinten. Ich habe hier nur den Radnahmotor gesehen. Vorne und hinten. Also wenn wir eine wirklich sehr schnelle Runde fahren müssen, so Qualifying-mäßig, das heißt bei uns Autocross, dann verwenden wir die Bremse tatsächlich noch. Aber im Endurance, wenn wir quasi den Akku komplett leer fahren, wenn es die 22 Kilometer geht, versuchen wir das nicht zu verwenden. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, weil das ja jede Verwandlung von Bewegung in Wärme ja dann auch Effizienz, verlorene Energie ist. Genau. Ja, das ist geil, ja. So, hier sind wir jetzt bei Kia. Bei mir jetzt gerade der Geschäftsführer Thomas Düren von Kia. Und was unsere Zuschauer wohl wahnsinnig interessieren würde, wie sind eigentlich die Verkäufe von Kia im Jahr 2020 so über die Antriebskonzepte? 2020 waren wir schon mit weit über 20% elektrifizierten Antrieben unterwegs. Wir haben jetzt gerade die aktuellen Zahlen für 2021 bekommen. Die Entwicklung ist weiterhin positiv. Wir sind in den Antrieben Elektro, also reine Elektroantriebe, BEV, aber auch im Bereich PHEV unterwegs, im Bereich PHEV. Haben wir year to date, also per heute, 17-18% Zulassungsanteil bei den Antrieben und bei den Elektroantrieben 12%. Das heißt, in Summe bedienen wir gerade den Markt mit 30% elektrifizierten Antrieben. Der Markt liegt ungefähr bei 20%. Das heißt, wir sind weit über Markt. Wasserstoff, ist das bei Ihnen noch ein Thema? Sind Sie da vorbereitet? Haben Sie da was im Petto? Ja, auch bei diesen alternativen Antrieben Wasserstoff sind wir vorbereitet. Das liegt fertig im Regal. Wir warten natürlich auf Infrastruktur, die es heute in Deutschland noch nicht gibt. Aber wir wären tatsächlich in der Lage, relativ kurzfristig auch den Markt mit wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen zu bedienen. Was sagen Sie eigentlich zu jemand, der sagt, ich habe Angst in Bezug auf die Reichweite und die Ladekapazität? Was können Sie dem sagen, wie Sie dem entgegenwirken? Ja, auch hier geht natürlich die Entwicklung der Technologie rasend schnell voran. Wir stehen hier bei unserem neuen Produkt, was wir im Oktober einführen werden. Das ist der Kia EV6. Dieses Auto beispielsweise verfügt über eine Reichweite von 528 Kilometern. Ich glaube, das ist viel, viel mehr als ein üblicher Fahrer im normalen Alltag gebraucht. Ich denke, das Thema Reichweite ist kein großes mehr und gelöst. Und auch die Ladekapazität, wir reden hier von der neuesten Elektroantriebstechnologie. Wir sind innerhalb von 18 Minuten von 10-80% geladen, also fast auf Tankniveau. Weil alles entscheidend ist ja das Nutzungsprofil des Kunden. Der eine sagt, Elektro, da bin ich noch nicht sicher genug, da möchte ich lieber noch einen Verbrenner haben, wenn ich mal in Urlaub fahre. Wir hatten vorher schon mal kurz besprochen, die meisten fahren zwar nur einmal im Urlaub, aber das ist immer das zentrale Thema, wenn man an Gardasee fahren will, dass man auch die Reichweite hat. Aber mit diesem Fahrzeug bedienen Sie auch das. Und Sie würden sagen, dass sich das auch weiter jetzt bei den Nutzern durchsetzen wird, oder? Ja, das wird sich bei den Nutzern, wir sehen es an den Zulassungen, jeden Monat wird sich das weiterhin durchsetzen. Es ist eine neue Technologie, die Kunden gewinnen Vertrauen. Wir als Marke haben natürlich auch in entsprechend anderen Antrieben auch noch Alternativen. Das heißt, der wirkliche Langstreckenfahrer ist bei uns mit einem Plug-in-Hybrid gut bedient. Aber auch im Bereich Diesel und Benzin sind wir natürlich weiterhin für unsere Kunden da. Was würden Sie sagen, ist denn der wirkliche, ich sag mal, das Gros der Masse vom Nutzungsverhalten her? Wo würden Sie das einschätzen? Ja, das sind die ganz normalen Berufspendler, die am Tag vielleicht zwischen 30 und 40 Kilometern fahren. Ich erwähnte es gerade, wir haben eine Reichweite von 528 Kilometern mit diesem Fahrzeug. Da können Sie selber ausrechnen, wie oft Sie laden müssen. Also aus der Perspektive eigentlich gar kein Problem. Die meisten Leute können zu Hause laden und für die ist dieses Fahrzeug natürlich auch gedacht. Welche Batterie hat dieses Fahrzeug denn jetzt und welche Achsen werden denn angetrieben?
Dieses Fahrzeug, was wir hier sehen, hat eine 77,4 Kilowattstunden Batterie. Wir haben verschiedene Antriebskonzepte, so wie wir es hier sehen. Das ist die GT-Line mit AWD, also Allradantrieb. Gibt es aber auch mit nur einer Achse angetrieben, in dem Fall dann Heckantrieb. Ja, aber Sie haben ja nicht nur dieses Fahrzeug. Was haben Sie denn noch an technischen Neuerungen hier für die Zuschauer der IAA Mobility 2021? Genau, ganz exklusiv für Europa, für den deutschen Markt, zeigen wir hier auch unseren neuen Sportage. Auch dieses Auto wird mit einem elektrifizierten Antrieb kommen. Einmal als Plug-in-Hybrid, nächstes Jahr ab März. Aktuell schon verfügbar als Mild-Hybrid in der Benziner-Variante, aber auch als Diesel. Wir sind einer der Hersteller, die weiterhin auch den Diesel getreu halten, weil auch diese Kundschaft möchte weiterhin bedient werden. Das sind Langstreckenfahrer, die eben auf die Qualität und den Verbrauch eines Diesels Wert legen. Super, also Sie haben im Prinzip volle Palette. Komplette Bandbreite. Super, vielen Dank, das war sehr aufschlussreich. Ich hoffe, es war für euch genauso. Und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die in die Kommentare, schreibt, was ihr darüber denkt. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Vielen Dank.